Ha, guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Der Minecraft mit LP with Michael. Let's play with Michael. Also gut, ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen, aber ich habe immer wieder mal meine Aufnahmen veröffentlicht. Also es war so, dass ich relativ schnell hintereinander aufgenommen habe, also meine Videos aufgenommen habe. Und dann war das halt so, dass ich es folgendermaßen gemacht habe, nämlich, dass ich die ganz schnell hintereinander gemacht habe, aber ich habe sie nicht so schnell hintereinander aufgeladen, weil ich lade eigentlich Videos nur sehr unregelmäßig hoch. Aber wie dem auch sei, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Gerade eben war ich, wie ihr sehen könnt, am Zombies bekämpfen und meine Fertigkeit Bogenschießen am Raufleveln mit diesem Multishot-Schnellbogen. Und übrigens noch etwas Neues, wie ihr sehen könnt, wurde das hier expandiert, beziehungsweise hier hat sich etwas verändert. Dieses Haus ist jetzt nicht mehr so, wie es vorhin war. Da sind Tiefenschieferstufen, wenn mich nicht alles täuscht. Warte kurz, vielleicht sehen wir das. Deep Slate Slab, genau. Cobble Deep Slate Slab. Ja, das ist es, genau. Tiefenschieferstufen sind hier auf jeden Fall schon. Also der Spieler scheint entweder zurückgekommen zu sein, oder dann hat sich hier ein anderer Spieler eingenistet. Das kann natürlich auch sein. Und hier ist es übrigens so, dass er einen Eingang eingerichtet hat. Der Eingang ist jetzt nicht mehr, wie ihr sehen könnt, hier drüben. Hier ist scheinbar ein Fenster, sondern er ist hier. Ja, so wird man begrüßt. Und hier kann ich nicht rein, weil sieht man Entered Cat Kingdom Territory. Hat man jetzt gerade gesehen. Ja, und diese Schilder von mir wurden hier übrigens wurden hier offensichtlich weggenommen. Und das hier, ja, kann ich nicht zerbrechen, stimmt. Aber mir ist noch aufgefallen, dass der noch ein paar Sachen hier rumliegen lassen hat. Dieses, wie heißt es? Karmesinbretter, genau. Diese aus dem Nether. Aber die sind sowieso hässlich. Werde ich gleich vernichten. Oder ich werde sie vernichten lassen. Machen wir es gleich so. Da, 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 da. Ich müsste mein Inventar raus. So, das wäre erledigt. Dann habe ich eine Idee, was wir als nächstes machen. So. Und bam. Gut. Das wäre erledigt. Und das hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Weg damit. So. Und wieder zurück zu unserem Grundstück, weil ich habe noch so einiges zu tun. Und was ich mit euch machen will. So, angelangt in unserer Basis. Also gut, übrigens, ich musste jetzt kurz eine Pause machen, falls ihr euch wundert, warum hier steht 6 Tage bis zum Blutmond. Also, ich habe jetzt gerade einen Blutmond bekämpft. Ich habe jetzt gerade in einem Blutmond gekämpft. Weil ich musste noch eine Pause machen nach der letzten Aufnahme. Und jetzt habe ich hier weitergemacht, ganz kurz alleine, aber nicht lange. Auf jeden Fall habe ich in diesem Blutmond fette Beute gemacht. Schaut mal her. Hier zum Beispiel eine Elytren. Elytren habe ich gekriegt. Zum zweiten Mal jemals. Und dann habe ich auch noch eine Schulterschale gekriegt. Die erste habe ich hier übrigens hier drin gehabt. Oh, nein, die steht gar nicht hier drin. Hier drin habe ich sie gelagert. Habe schon mal eine bekommen. Und jetzt zwei Schulterschalen. Wisst ihr, was das bedeutet?
Richtig, wir können uns eine Schulterkiste machen. Ja! Endlich haben wir wieder einen Inventarspeicherplatz. Puh. Das habe ich mir schon immer gewünscht, mehr Inventarspeicherplatz zu haben. Also gut, mal schauen, was es hier so gibt. Meine Lieblingsfarbe ist nämlich rot, also färben wir sie am besten gleich rot. So, und zack, bam, nice. Da hätten wir schon mal doppelt so viel Inventarspeicherplatz. Die Bandbücher können wir hier rein tun. Ist das jetzt so? Schau dich das an. Ab 5, 4, 3, 2, 1. Echt nice. Also, den Dark Cyber habe ich auch gut gekriegt. Und auch noch ein paar zerstörerische Pfeile, die habe ich auch schon, aber schon verräumt. Sorry, manchmal kann ich nicht so gut reden. Den Timer tun wir hier rein. Ah genau, den habe ich ganz vergessen, sorry. Den lassen wir auch frei. Zack. Moment, was war das für einer? Der hat jetzt gerade komisch ausgesehen. Ah, so einer. Okay, gut. Ja, der sieht noch schön aus. Schöner Typenfisch. Aber hier sind noch mehr. Aus unerfindlichen Gründen sind die immer auf einem Haufen. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Wenn ja, dann, würde ich mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Okay, die kommen in diese Kiste. Okidoki, das wäre erledigt. Ja, und dann gibt es für mich noch einiges für euch zu erzählen. Also, zum Beispiel ist es so, dass ich hier noch mehr Stockwerke hinzugefügt habe bei meinem Turm. Sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn ich hier weiter weggehe, dann sieht man, die Stockwerke sind schon höher oben. Und ich will auch noch zukünftig mehr hinzufügen. Und dann ist es übrigens auch noch so, dass die Dorfbewohner aus unerfindlichen Gründen irgendwie komplett verpackt sind. Vielleicht kann ich euch ein Beispiel zeigen. Aber nur hier an diesem Server. Im normalen Minecraft sind sie noch ganz normal. Die hier jetzt nicht, aber die neuen, die sind wirklich komplett verpackt. Oder einfach dort mal. Moment mal. Ja genau. Das ist so, bei dem hier ist es übrigens so, dass ich noch nie mit ihm gehandelt habe. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Handel mit dem abgeschlossen und trotzdem hat er schon einen Strich hier. Das haben die neuen Dorfbewohner aus unerfindlichen Gründen alle. Das ist so eine massive Verschwendung von Dorfbewohnern. Ich sag's euch. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Lesetisch hinstelle. Ah gut, die haben schon einen kleinen Dorfbewohner erzeugt. Nice. Also gut, dann wenn der jetzt hier zum Beispiel groß ist und da wird dein Bibliothekar, dann sieht es so aus, als hätte ich schon einmal mit ihm gehandelt. Aus unerfindlichen Gründen. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein oder so. Oder vielleicht haben sie das auch mit Absicht gemacht, um das Spiel viel schwieriger zu machen. Weil mein Reparaturdorfbewohner ist leider gestorben, als hier mal die Lavagrube aufgesprengt wurde und die Lava runterfloss. Und dann sind hier ein paar Dorfbewohner ums Leben gekommen. Unter anderem auch mein Reparaturdorfbewohner, aber mein Haltbarkeit 3 Dorfbewohner hat Gott sei Dank überlebt. Deswegen habe ich auch hier die Lavagrube sicherer gemacht. Aber Moment mal.
bestens, ich sollte die auf dieser Seite, ich sollte sie auf dieser Seite auch noch sicherer machen, wenn das nur möglich ist. Weil wenn ich hier würde, hier rüberspringe, der schießt mich so ein Zerstörer an, dann können diese Blöcke hier immer noch explodiert werden und die Lava runterfließen. Das könnte fatal enden für ein paar von meinen Dorfbewohnern. Lass es mich mal anschauen. Tatsächlich! Die könnte ich noch ersetzen. Wisst ihr was? Das machen wir gleich. Wir müssen die Sicherheit erhöhen. Sicherheit geht immer vor. Genauso wie beim Autofahren. Ja, ich habe übrigens kürzlich auch die Autofahrprüfung erfolgreich bestanden. Ich habe aber noch kein eigenes Auto. Brauche ich aber auch noch nicht. So. Ich kann stattdessen mit den Autos meiner Eltern fahren. Also mit dem von meiner Mama. Entweder das oder von meinem Papa. Aha. Scheint, als könnte die Lava doch nicht hier reinfließen, aber vielleicht. Wartet mal. Tatsächlich! Ich hab's gewusst! So ist es also. Die Zerstörer, wenn hier ein Zerstörer auf mich schießt und hier daneben trifft, dann zerstört er die Blöcke und dann fließt die Lava zweifelsohne hier runter. Wenn ich aber hier Obsidian hinsetze, dann können sie das nicht mehr machen. Autsch. Na gut, ich hab einen feuerfesten Beinschutz an. Ja, hier ist noch Erde. Aber gut, nicht so wichtig. Ja, und wenn sie hier die Blöcke zerstören, dann endet das nicht mehr fatal, weil hier die Lavagrube ist. Die Lavagrube ist jetzt hier komplett abgeschirmt. Das ist doch gut so. Ja, und es wird schon wieder Nacht. Mal schauen. Wenn uns die Zombies zu sehr stören, dann mache ich kurz einen Cut und später weiter. Die Elytren können wir hier rein tun. Dann haben wir einen Nutzen für das Obsidian, für ein bisschen Obsidian gefunden. So, und die Steinziegel, wo waren die jetzt? Wo waren die? Hier. So. Die Lavagrube wäre somit abgeschirmt. Und Moment mal. Ah ja, genau. Da ist sogar noch mehr Sicherheit, prima. Ja, und hier kommt schon der erste Zombie. Eine Wüstenzombie, das hört man ihm an. Die gemeißelten Steinziegel. Können wir hier rein tun? Nein, nicht hier, sondern hier. Also, was haben wir noch? Wartet kurz. Ich habe auch noch ein paar Kumpels zum Spielen gehabt, ein paar mehr Kumpels. Nicht nur den einen, von dem ich euch erzählt habe, sondern auch noch einen, der hat diesen Turm hier gebaut. Den kann ich euch kurz zeigen. Also, hier hat er eine Werkbank hingesetzt und hier auch noch etwas, sowas wie eine Aussicht, keine Ahnung. Und hier muss man schleichen, damit man hier unten durchkommt, unter der Treppe. Hier ist auch noch ein Ofen und eine Kiste, aber nichts Wertvolles drin. Aber ja, das hat er alles selber gebaut. Den Bambus hat er von mir bekommen. Den hab ich ihm gegeben. Tja, das wär's soweit gewesen, aber noch nicht ganz. Ja, räum ich auf. Den Schnellbogen, der Schnellbogen hat nicht mehr viel Haltbarkeit. Verbrauchen wir am besten noch ganz. Und noch ein paar nervige Phantome. Er hat ein Schweinchenfleisch getruppt, nice. What? Jetzt habe ich gerade festgestellt, mein Schild ist schon verschwunden. Genau, aber wo mein Schild? Das ist jetzt das dritte Mal, dass es spurlos verschwindet. Items verschwinden einfach spurlos.
Es ist voll komisch. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass mein Schild aus unerfindlichen Gründen einfach verschwindet und nie wieder auftaucht. Na gut, dann muss ich eben mehr, dann muss ich mir mein neues holen. Du musst jetzt, ja. Okay. Genau, ich wollte noch was ausprobieren, ob der mich wirklich so weit in die Luft schleudern kann. Naja, ein bisschen, aber nicht sehr. Ich kriege null Schaden. Was ist jetzt aber, wenn ich ein Totem der Unsterblichkeit habe und keine Rüstung anhabe? Naja, wenn wir mal einen Bomber sehen, dann werde ich das ausprobieren müssen. Ein Totem der Unsterblichkeit habe ich gleich hier. Gut so. Wenn wir nochmal einen finden, dann können wir das gleich ausprobieren. Weil mich interessiert das noch, ob der wirklich so wenig Schaden macht oder ob der oder ob meine Netherit-Rüstung so derart gut ist. Wartet man einen feuerfesten Beinschutz kann ich ersetzen. Die Rüstungsteile habe ich jetzt nicht mehr in meinem Inventar, sondern hier. Hier in der Truhe. Damit mein Schutz. Zack, zack. Nein, nicht hier. So. Der kommt hier rein. Ja, und hier noch einen normalen Dreizack. Und übrigens, eine Diamantschaufel habe ich auch noch gemacht. Mit Glück 3 anstatt Behutsamkeit. Damit ich, wenn ich überschüssiges Kies finde, das mir übrigens Schwarzwolf verliert. Wenn ich es abbaue, 9. Da kann ich es auch noch, in Feuersteine wandeln, die ich dann bei meinem Pfeilmacher oder bei meinen Pfeilmachern verkaufen kann. Das Smaragde. Ja, und die Schnellbögen sind auch noch ein bisschen vermarkt. Wenn sie eigentlich zerbrechen sollten, dann zerbrechen sie doch nicht. Manche Babyzombies scheinen mehr Leben zu haben als andere. Das kann natürlich sein. Hier an diesem Server ist so vieles möglich schon. Zack. Ja, und hier habe ich auch noch einen Trichter drunter getan, damit die fertigen Sachen gleich hier drin landen. Wenn ich ein bisschen Glück habe. Hä? Oh nein, jetzt habe ich den dann gegessen. Gut, das wollte ich eigentlich so. Das bin brauchen wir nicht. Davon habe ich schon gedacht. Aber ich hatte auch noch ein. Wie schon gesagt, ich hatte auch noch ein paar mehr Kumpels zum Spielen. Hä? Ach so! Und mit denen habe ich auch noch Untergrundbasen gebaut. Beziehungsweise sie hatten die Idee dazu. Und zwar eine davon ist hier irgendwo. Wartet kurz, jetzt muss ich gleich schauen. Ist die vielleicht hier irgendwo? Tatsächlich! Jackpot! Wir haben sie! Wir haben sie! Blöde Zombies folgen mir hier rein. Der Zerstörer zerstört hier alles. Wäre fast an seinen eigenen Waffen erstickt. Jetzt ich. Egal, kann ich wieder abbauen. Was? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie ist das jetzt? Ah, hier ist es. Okay, gut. Aber jetzt haben wir einen Block eingesetzt, weil der eigentlich erst in der Prozess gesetzt wurde. Naja, egal. Hier ist, ist ein Kätzchen doch auch noch von einem meiner Kumpels. Ja, und der ist auch schon auch in nur 2 Dornenschlägen von mir gestorben. Dieser Baby-Zombie, den ihr gesehen habt. Hier ist noch eine Untergrundbasis von ihm.
Niederreich haben wir ja auch noch übrig. Die ist alles gut geschätzt. Aber mehr gibt's hier glaube ich nicht. Oder schon? Muss ich schauen. Doch, hier hat's noch eine Höhle hier unten. Aber die haben wir schon ausgeschafft, also ist nicht mehr wirklich spannend. Aber ich gehe jetzt einfach wieder zurück, weil ich wollte auch euch auch noch was anderes zeigen. Eine zweite Untergrundbasis. Ah, das wird schon vertagen. Wir müssen nicht mehr gegen die Zombies kämpfen. So, das ist so fertig. Ich will deinem Leid erlösen. Und zwar ist die zweite Untergrundbasis hier in dieser Höhle. In einer unterirdischen Schlucht nämlich. In einem Underground Ravine auf Englisch. Hier müsste es sein. Wartet kurz. Ja genau, hier ist es. Hier unten. Tada! Hier ist sie schon. Den Schmelzofen habe ich übrigens hier hingestellt. Habe ich selbst gecraftet. Ja, und die Amethystblöcke haben wir von einem Amethyst geholt, der hier in der Nähe ist. Klingen auch so schön, wenn man drüber geht oder sie schlägt. Echt nice. Also, der Amethyst-Geode sollte hier irgendwo sein. Den Dorfbewohner haben wir von einem Zombie bekommen. Den haben wir geheilt. Und hier war noch was. Ja genau, Dorfbewohner fahren. Der zweite Dorfbewohner müsste hier irgendwo sein. Wenn er nicht despawned ist oder so, ich weiß auch nicht. Ja, und hier ist noch eine Zombie-Falle. Da, da ist er. Da haben wir ja schon. Ja genau, und die Amethyste sind alle gewachsen. Jetzt haben wir hier eine Amethyst-Farm, wenn wir wollen. Damit können wir ganz viel getöntes Glas herstellen. Falls ihr nicht was das, wisst, was das ist. Getöntes Glas stellt man aus 4 Amethyst-Scherben und einem Glasblock her. Also den Glasblock stellt man in die Mitte der Werkbank. Und die 4 Amethyst-Scherben platziert man rundherum um den Glasblock herum. Dann bekommt man 2 getöntes Glas. Und dieses getönte Glas lässt kein Licht durch. Das heißt, wenn ihr einen Würfel aus getöntem Glas macht, dann seht ihr von außen nicht wirklich rein, weil innen ist es nämlich ganz dunkel. Weil das von außen kein Licht durchlässt. Das ist noch interessant. Also es ist nicht wirklich sehr günstig. Also man hat besser eine Amethyst-Farm zur Verfügung. Oh, leckeres Eisen. Naja, das können wir meinetwegen hier lassen. Wie bitte? Wie bitte? Ich verstehe gar nichts mehr. Mein Schild ist schon wieder weg. Also, hier stimmt definitiv etwas nicht. Hier stimmt sowas von etwas nicht. Leute, das ist nicht mehr normal. Das ist absolut nicht mehr normal. Ich muss mich definitiv beschweren. Ich bin hier auch auf dem Discord-Server von diesem Server.
von diesem Minecraft-Server. Da werde ich das definitiv melden müssen. I have to report this. Ihr habt es wahrscheinlich sogar gesehen, dass es verschwunden ist, hier in diesem Video. Dann holen wir uns eben noch eins. Und wenn das auch verschwindet, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Atmung können wir entzaubern. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Habe ich ganz lange gesammelt. So viele Äpfel, mein Gott. Jetzt muss ich kurz schauen. Weg damit. Okay, und wir sind schon eine bestimmte Zeit am Aufnehmen, also ich würde sagen, ist langsam gut für heute. Oder für den Moment. So, rein damit. Ja gut, die Angel hätten wir eigentlich benutzen können. Aber dafür können wir sie hier benutzen. Moment, wir machen das jetzt so. Gut. Die Kohle kommt vorübergehend in unser Inventar. Das hier hinein. Also gut, dann wäre es das für diese Folge gewesen. Ich werde aber auch noch weitermachen. Und eins kann ich euch versprechen, die nächste Folge wird richtig episch. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao.